ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Gut, wollen wir? Ah, ich bin ein Genie. Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar, ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja, zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt die Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde? Halo tötet nicht die Flut, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flut stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie ihn. Los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flut zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor, es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Illuminat darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen Halo zerstören. Nach Analyse der verfügbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Primärsysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren eines Sternschiffes den kritischen Zustand erreichen. Ich werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar of Autumn aufmachen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören.
Sturzstelle noch nicht geortet. Aber wir müssen Zeit gewinnen für den Fall, dass der Illuminat oder seine Wächter es schaffen, Halos ultimative Waffe ohne den Index zu aktivieren. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus 3 Fadenpulsgeneratoren, die Halos Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Der Energiepegel ist enorm. Es würde Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu berechnen. Wenn wir diese Generatoren beschädigen oder zerstören, muss der Illuminat sie reparieren, bevor Halo genutzt werden kann. Das gibt uns Zeit. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem NAV-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Das ist der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe Ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen EM-Puls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen Sie in den Strahl hineinlaufen. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem NAV-Punkt, wenn wir näher dran sind. Gehen Sie durch diese Tür, sie führt zur nächsten Schlucht.
war's. Der Generator ist überlastet. Jetzt noch den letzten. Ich habe die Pille auf Ortem geortet. Die ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pille auf Ortem ist mit Sicherheitssystemen ausgestattet, die auch nicht nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Einer fehlt noch. Nehmen wir uns den letzten Generator vor. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Ziel neutralisiert, nichts wie weg hier. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los,